Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Werewolf. Ich spreche jetzt nicht immer den ganzen Namen aus, der ist mir einfach zu lang. Deswegen heißt das Spiel ab jetzt Werewolf bei mir. Gibt's da hinten noch irgendwas zu gucken? Nö, ne? Gott, das kann ja ein Spaß werden. Ahne Schlimmes, dadurch, dass wir unsere Anzeige voll gemacht haben mit dem Zorn, wird bestimmt gleich was passieren. I'm in the refinery. Perfect. I'm not far now. Nearly at the passageway leading into it. Okay. Hier würde ich jetzt erstmal nicht aufmachen. Gehen immer erstmal an den Computer. Shit. Something's following me. What is it? But Miller, just hold on. Fuck. Rodko. I heard. Who's sneaking around? We fight. Now go. I'll meet you with Rafik. I'm done fucking around. Oh, jetzt geht's aber los. Und fetzen. So, Deck Greenos. Schnelle Angriffe, starke Angriffe, Sprungangriffe. Kombiniere schnelle, starke und Sprungangriffe, um Kombos zu erzielen und den Zorn des Greenos zu steigern. Ein Zorn-Multiplikator wird angewandt, solange der Greenos nicht unterbrochen wird. Boah, geil. Sprungangriff. Ach ja, das macht auf jeden Fall Laune. Und durch hier. Wo müssen wir hin? Hier hoch? Nee. Es kommen noch mehr, oder was? Ausweichen. Drücke Shift plus die Richtung zum Ausweichen eingehender Angriffe. Verwende Ausweichen, um feindliche Angriffe zu vermeiden, greifst du nach dem Ausweichen mit schnellen oder starken Angriffen an. So führt dies zu neuen Angriffen. Okay. Soll uns wahrscheinlich... Oh Gott. Ah, wir hätten ihn auch greifen können. Nein, wir müssen ausweichen. Oh Gott. Hey. Ich werfe mit deinen Kumpels auf dich. Okay, das macht wirklich sehr, sehr viel Laune. Spezialbewegung heilen. Drücke 1 zum teilweisen Heilen. Teilweisen Heilen des Greenos. Klingt irgendwie komisch. Heilen während eines Kampfes wichtig, aber vor sich heilen verbraucht Zorn. Ja, habe ich gesehen. Wo sind sie denn? Bocksprung. Drücke 2 zum Bocksprung auf eine Wache. Der Bocksprung ist eine Spezialbewegung, die Zorn verbraucht. Springe mit dem Bocksprung eine Wache an, um sie sofort zu töten. Da oben. Oh nein, was war das? Geil. Hinrichtung. Oh, das war ein bisschen brutal. Drücke gut zum Wechsel zwischen der Vigor- und Elan-Haltung. In der WLAN-Haltung bist du schnell und generierst schnell Zorn. Die Vigor-Haltung bietet dir Verteidigung und starke Angriffe. Jede Haltung verfügt über ihre eigenen Spezialbewegungen. Wechsel im Kampf zwischen den zwei Haltungen, um effektiver zu sein. Okay. Jetzt haben wir die. Jetzt sind wir groß. Keine Chance habt ihr. Und nochmal Q, dann sind wir wieder in der Haltung. Verbraucht dann, glaube ich, mehr Zorn, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Nee. Sag mal. Mega, mega geil. Nochmal kurz die Einrichtung hier zerstören. Müssen wir da hoch? Ich glaube schon, ne? Oder auch nicht? Hat er gesagt, sie macht mir auf. Ach, hier drüben. Silberschaden. Silber ist ein Schwachpunkt des Greenos. Schaden durch Silber verringert die maximale Gesundheit für den Rest des Kampfes. Na super. Dann müssen wir auf jeden Fall ausweichen. Gibt's ja wohl nicht. Ich kann den nicht greifen. Jetzt kann ich ihn greifen. Na. Hau ab mit deinem Silber, ich sag's dir. Spring doch hoch. Erstmal den Silbertypen hier weggeballert. Hier
könnt genauso abhauen. Weiß nicht, ob wir nochmal Haltung ändern. Da sind wir auf jeden Fall schneller. Aber ich glaube, die andere Haltung macht mehr Schaden, ne? Dann habe ich es kapiert, was was ist. Und weiter geht's. Wir müssen uns beeilen. Drücke 1 zum teilweise heilen. Ich weiß. Achso, doch, wir müssen heilen. Oh Gott. Ich wieder so viel Schaden bekommen, ja? Haltung ändern. Oh nein, wir haben geheilt. Das war dumm. Aber Zorn haben wir eigentlich gerade genug. Oh, geil. Mega-Move. Die Haltung fetzt schon. Oh Gott. Ah, es braucht teilweise sehr lange, bis er die Haltung ändert. Das heißt, so mitten. Achso. Ich dachte schon, ist was passiert. Aber wir haben es einfach nur geschafft. Wo ist Ludmilla? Ich hoffe nicht, dass wir die jetzt irgendwie halb tot auffinden. Oh oh. Aber das muss doch unser Kumpel sein. War das Ludmilla? Ludmilla. Hä? Tell Adi. Na, geh doch hin. No, please no. Warum gibt's böse Werwölfe? Das gefällt mir nicht. Ich dachte, wir sind ein Rudel. Drücke zum Anvisieren des Feindes. Die Zielarretierung erleichtert es, auf große Feinde zu fokussieren. Okay, ah, das ist cool. Oh Gott. Wir haben kaum noch Zorn, oder ist das gerade egal? Ich glaube, wir müssen mehr ausweichen. Nein, er macht ganz schön viele Schläge hintereinander. Geh weg. Zack. Und wieder fort. Oben ist die Lebensleiste, habe ich gerade eben erst entdeckt, obwohl sie eigentlich riesig präsent ist. Ich glaube, wir bleiben hier erstmal in der schnellen Haltung. Bei mir ist es dann doch lieber, dass wir schnell ausweichen. Starker Angriff. Was macht er, was macht er, was macht er? Er heilt sich. Meine Backe. Gott. Heilen müssen wir uns noch nicht. Die Raserei. Drücke R zum Auslösen der Raserei. Raserei kann ausgelöst werden, sobald die Wut ihren Zenit erreicht hat. Während der Raserei kann der Greeners auf die Vorteile beider Haltung zugreifen. Cool. Geschwindigkeit und Kraft. Allerdings kann der Greeners während der Raserei weder Spezialbewegung noch Heilen einsetzen. Sobald die Wut aufgebraucht ist, endet die Raserei. Bam. Boah, schaut's euch an. Jetzt hammern aber. In Richtung. Au, das sah geil aus. Cahal! Cahal! No, Ludmilla. It's me, Cahal. Listen to me. Cahal, damn it! No, you need to fight the rage. Cahal, let's refeed! Stop it! No! Was passiert hier? What have I done? Rafik, there's no time to mourn. We need to go. Der sah schon aus wie ein Krimineller. Aber was haben wir gemacht? War wieder so klar, dass das passiert. Auto, Kumpel umgebracht. Müssen wir alleinerziehend die Tochter großbringen. Oder groß kriegen.
Washington State, 5 years later. Just reported back to base. Not that there's anything to report. No kidding. Though I guess we've got a special guest coming tonight. Yeah, an Endrin rep no less. Den knüpfen wir uns vor. Be here soon. You know they're hiring, right? Think you'd ever make the move to Endrin? Hey, what the... Da gab's die Armbrust. Da hätte man doch noch mal drin ziehen können. All clear, Dusk. We're good to go. Ach, kein ganzer Vollmond, ne? In the woods of Tarker's Mill. I abandoned my cairn. Endrin killed my wife. I gave in to rage. The worm touched my soul. I had to leave my daughter. It was the hardest decision I ever made. Ja, nicht so gute Neuigkeiten, ne? Endrin is joining the fight against global warming. The energy company today announced that their new biofuel will be hitting the market soon. This revolutionary new formula will be unveiled alongside the opening of their new headquarters in... This exile was my only choice. I'd become a danger to my pack. I often wonder what's become of them. Of Rotko, of Ava, of Adi. This is the closest I've been to Tarker's Mill in 5 years. Aber du kannst doch nicht deine Tochter im Stich lassen. Sind wir doch Einzelkämpfer. Ich mag es eigentlich mehr, ihm unterwegs zu sein. Hörte den Tänzer der schwarzen Spirale. How much time do we have before they notice the guards on the outside have gone quiet? They report in by radio every hour. That's our deadline for getting our hands on the explosives and getting out of here. Über den Plan reden. Let's go through the plan again, just to make sure everything's clear. You've got to swap the delivery label on the crate of explosives intended for Endrin. You do that, and they'll load us up with smiles on their faces. All you've got to do is open the gate to their delivery bay for me. I'll create a diversion while you're exchanging the labels. Got it. We'll have to play it tight, though. One hiccup and the plan falls through. We'll have you sneak around back by their storage facility. Security should be pretty thin there, especially if you go through the ventilation ducts. Reden noch mal über Kunden. What do your clients intend to do with them anyway? The Weatherstormers? They're planning on blowing up a big Magadon pharmaceutical plant. Good fucking riddance. I know Magadon's methods. They're the scum of the earth. And guess what? These explosives were originally headed to Endrin. Another megacorp of assholes. Stealing from them is just icing on the cake. All right. I'm off. Hey, before you go, are you sure you're up for this, man? You seem kind of stressed out back in the truck. Würde es nicht verstehen. I'm fine. Come on, we've got a job to do. Right. If you need me, I'm just a chirp away. Good luck, brother. Ganz alleine sind wir also doch nicht unterwegs. Wir haben uns ein paar Komplizen gesucht. Warum jetzt der Werwolf da auf den ihrer Seite war, habe ich nicht ganz verstanden. Ich dachte, alle Werwölfe gehören zusammen. Oder sind zumindest untereinander lieb zueinander. Aber anscheinend haben die sich auch einen besorgt zur Verteidigung.
Wir sollen jetzt also die Lieferscheine vertauschen, damit er hier ganz easy mit seinem LKW reinfahren kann und sich den Sprengstoff holt. So wie ich es jetzt verstanden habe. Okay, wir müssen da oben durch die Lüftungsschächte mal wieder. Ich glaube, sehr viel mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. Brauchen wir uns gar nicht zum Wolf machen. Da unten zwei Wachen. Eine ganze Menge Kameras. Nicht von den Kameras entdecken lassen. Okay, wir sehen zum Glück, wo sie hinschauen. Ich muss sagen, die Videosequenzen gefallen mir sehr gut. Das Intro und jetzt auch gerade eben die davor, als wir durch den Wald gerannt sind. Und irgendwie ganz schick gemacht. Hier geht die Tür bloß wieder zu, oder? Hat er auf einen Computer gehofft? Sieht aber nicht danach aus. Also müssen wir doch woanders hin. Stehen alle da hinten. Wir sollen aber dort hinter. Das heißt, hier rüber. Oh Gott. Kommen wir gar nicht. Wir könnten natürlich gucken, dass wir so eine Wache ausschalten. Geh weg. Geh weg. Oh shit. Hatte gehofft, dass die nicht auf die Hälfte der Treppe geht. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die Kamera dann eine Leiche entdeckt. Aber das sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. Nein, jetzt kommt die hier rüber. Sieht die Leiche? Weg. Okay, das passt. Scheint der letzte. Oh Gott. Scheint der letzte hier zu sein. Ah, die schwenkt echt schnell hin und her. Wir uns wirklich beeilen. Und zack. Haben wir? Alles kein Problem. So, hier drüben geht's rein. Gott, wie weit kommt die hier rüber? Nö, geht. Komm, geh wieder weg. Danke. I'm inside. Good. Try to keep a low profile, would you? Wir bleiben natürlich unauffällig. Sure it is. They're going toe-to-toe with a group of activists right now. Lambda Mankind. If I were you, I'd stay here. Keep your head down. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn an denen vorbeikommen, aber sie haben sich zum Glück getrennt. Should have picked another job. So eine schöne Orangensaft. Oder ein Premium Coffee. Wär's doch. Gott, der sieht uns doch. Da liegen Pfeile. Ich ahne, was das Spiel uns sagen möchte. Ich habe Angst, hier rüber zu laufen. Naja, ist anscheinend kurzsichtig. Da geht's. Oh Gott. Die einen aber auch immer so schnell entdecken. Ich würde gerne über die andere Seite der Schulter gucken. Wäre praktischer gewesen in dem Moment. Aber wir wollen uns mal nicht beschweren, dafür ist er relativ zielsicher mit der Armbrust. Drüben ist noch eine Wache drin, aber hier kommen wir nicht rein, oder? Richtung gucken, der guckt weg. Merkt er das, wenn wir die Tür aufmachen? Nö. Oh Gott. Fang doch nicht an, dich zu bewegen, Mensch. Should have picked another job. Hätte er sich besser mal einen anderen Job ausgesucht.
Naja, an der Stelle hier machen wir erstmal ein Folgenende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr kommt die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.